Hast du keine anderen Kleider? Du siehst fantastisch aus heute. Jetzt ist die Zeit zum Handeln. Entschuldige, ich suche nach Etua. Nein, geh nicht. Ich möchte kurz mit dir sprechen. Ich habe mich von Furcht und Zorn leiten lassen, deinen Verlust missachtet. Auch wenn sie bei Ewa ist, erinnert mich meine teure Frau Asahe an alles, was uns geraubt wurde. Ihre Weisheit und Güte sind noch hier und in Etua. Etua und du, ihr wandelt denselben Pfad entlang, doch dieser führt sie von mir weg. Sie ist wie ihre Mutter, ungestüm und starrsinnig. Ich möchte genauso furchtlos werden wie sie. Ich hielt Asahe im Arm, als sie starb. Auch sie war furchtlos. Wo du ein annehmbares Risiko siehst, sehe ich Krieg und Zerstörung. Mein Volk hat schon so viel verloren. Doch wenn ihr nicht kämpft, könnt ihr alles verlieren. Ganz kurz sahen wir den friedlichen Geist der Sarentu in dir, aber sie sind wohl wirklich verschwunden. Ich muss Etua finden. Hallo, bitte komm her. Ich habe etwas zu teilen. Sei gegrüßt. Schön, eine Freundin zu treffen. Du musst deine Ausrüstung in gutem Zustand halten. Das hier hilft. Er kann mir doch nicht die Schuld daran geben. Heißt? Unser Sarentu-Held ist zurückgekehrt. Deine Vorfahren wären stolz. Die Jäger haben mir von Sommeys Tod berichtet. Himmelsmenschen machen sich nichts aus dem Schönen. Sie sind das Problem mit den Kinglor. Ich weiß es. Was jetzt? Wenn deine Mutter so geschaut hat, bedeutete das immer Ärger. Wenn du dich mit der Königin verbindest, zeigt sie dir ihren Schmerz. Ich verstand nicht, was ich sah. Vielleicht lehnt sie mich ab. Ich bin mehr Himmelsmensch als Na'vi. Du bist beides. Das ist deine Stärke. Deshalb musst du es tun. Dein Vater könnte uns verstoßen. Ich weiß, dass er Angst um uns hat, Nevika. Aber wir müssen es versuchen. Für ihn. Für uns. Die Wiese des Lichts bietet uns Schutz vor neugierigen Blicken. Ja, ich bringe die Königin dorthin. Schau nicht so besorgt, Mayantu. Ein kleiner Stich und wenn du erwachst, bekommst du einen belebenden Nixie-Nektar. Ein Stich? Der Nixie-Nektar holt dich zu den Lebenden zurück. Jeder, der dieses Ritual mit der Kinglor-Königin wünscht, muss vorher Nektar sammeln. Nur Mut, du bist mehr Na'vi, als du denkst. Und jetzt geh.
Hier ist alles verschmutzt. Ich kann nichts sammeln. Vielleicht weiß Priya etwas. Hey, Priya. Was gibt's? Oh, Mist. Was? Hab meinen Kaffee verschüttet, auch wenn er den Namen nicht wirklich verdient. Ich bin an einem verschmutzten Stück Wald angekommen. Ich bekomme hier einfach nicht den Nektar. Mal sehen. Ja, in deiner Nähe ist eine Einrichtung. Du musst sie aufschalten. Das stoppt es und der Wald kann sich wieder erholen. Mit Set schaffst du das lautlos. Okay, ich schau mir das an. Ich schicke dir die Koordinaten. Denk dran, sie wird scharf bewacht sein. Also sei vorbereitet. Noch eine Gasförderungsanlage. Okay, also, du musst zuerst die Türme und die Gaslager ins Visier nehmen. Schon wieder? Thank you.
ist feindselig.
Der Wald erholt sich. Jetzt sollte ich den Nektar finden. Ich glaube, ich war zu laut. Naja, immerhin etwas haben sie dagelassen. Hey, weißt du, ich beobachte seit Monaten, wie Pandoras Luftqualität schlechter wird. Und jetzt wird sie endlich besser. Nicht wesentlich, okay, aber es ist ein Anfang. Wer ist da? Jeder Tag draußen im Wald ist ein neues Geschenk von Elva.
hab's. Was war seltsam? Ich habe Wartungsarbeiten durchgeführt. Das Filtersystem macht mich fertig. Und ist dir mal aufgefallen, dass wir... Bria, komm zum Punkt. Oh, ja, entschuldige. Ich habe versucht, ein Teil zu erreichen. Aber dann schlendert Noah rüber und meint, lass mich mal helfen. Und er gibt mir das Teil. Was hast du gesagt? Nichts. Ich habe nur starr gelächelt. Jedenfalls, er hilft wirklich in letzter Zeit immer mehr. Sogar Menschen. Vielleicht gewöhnt er sich nur an dich. So schlimm bist du ja gar nicht. Ja, du hast recht. Es freut mich wirklich. Aber ich sollte los. Melde dich, wenn du was brauchst. Hoffentlich klappt das. Uns bleibt nur noch die Hoffnung, Mayanto. Hast du den Nektar dabei? Ewa, bringt uns Ruhe. Es wird keine Ruhe geben, wenn Gernat von unserem Plan erfährt. Wird es denn wehtun? Nein! Nein. Ewa, deine Arme heißen uns willkommen. Eins mit allem, was ist, verbunden durch dich. Oh. Begleite diese Reisende. Bring sie ins Herz des Nests. Kinglor-Nest. Oh, die Königin. Nicht der Heimatbaum. Sie ist zufrieden. Sie will mir etwas zeigen. Sie will die Kinglor zusammenrufen. Sie sind hungrig. Sie leitet sie zu den Blumen, um sie zu nähren. Warte, am Horizont. Sie kann ein RDA-Gebäude sehen, weiß aber nicht, was es ist. Die Königin muss mehr Blumen für die Kinglor finden. Die Energieschübe stören sie. Der Schwarm ist unruhig. Es ist verstörend. Also fliegt sie weiter.
ist etwas. Eine Energiewelle. So harsch. Die Königin muss die anderen Kinglor finden. Sie beschützen. Eine Energiewelle. Dadurch verschließen sich die Blumen. Die Kinglor sind hungrig und verstört. Die Ballons. Die Welle kommt von den Ballons. Sie stößt die Kinglor weg, verbreitet Unwohlsein und Verwirrung. Sie kommt nicht dagegen an. Die Königin sieht die Schatten, die den Schwarm bedrohen. Es gibt noch mehr Ballons. Das RDA-Gebäude. Von dort kommt das Signal an die Ballons. Die Kinglor werden schwächer. Sie muss sich beeilen. Einen sicheren Platz finden, bevor ihr Schwarm stirbt. Der weite Flug. Weg von den Ballons. Der Schwarm ist schwach. Wohin führt sie sie? Alles sieht gut aus. Nimm das, du hast eine lange Reise hinter dir. Was hat die Königin dir gezeigt? Ich habe die Anlage der Himmelsmenschen über dem Wald gesehen. Sie sendet ein Signal an die Himmelsgeräte. Dieses Signal verschließt alle Blüten, sodass die Kinglor hungern. Deshalb suchten sie Zuflucht beim Heimatbaum. Die Geräte sind nur aus der Luft erreichbar. Ich werde alle Schwebegeräte abschießen. Das reicht nicht. Das Signal kommt von einer Basis der Himmelsmenschen bei den Steinsäulen. Aber ich weiß, wie wir die Sensoren der Fluggeräte ausschalten können. Du musst mit uns fliegen. Du brauchst einen Ikran. Nur Katna kann Ikrans gewähren. Dir wird er keinen geben. Die Kinglor haben gezeigt, dass die Himmelsmenschen das Problem sind. Diesmal muss er zuhören. Ich versammle die Jäger. Mit ihren Bögen werden wir die Kinglor retten. Nevika wird dich am Fuß der Kolonie treffen. Zeit für dich zu fliegen, Mayantu. Ich werde Etu mitbringen. Es wird ihm gut tun, eure Bindung zu sehen. Wir treffen uns auf einer Anhöhe bei der Kolonie. Mögen unsere Pfeile ihr Ziel finden. Was, wenn die Bindung nicht klappt? Keine Sorge, Mayantu. Wir werden darüber singen, wie du von einem Ikran in den Tod gestoßen wurdest. Zuerst musst du dich mit Ewa verbinden. Sie wird dich vorbereiten